Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Paper Mario. Es geht wieder weiter in einer neuen Folge und ich habe den, einarmigen Banditen geschafft. Ich habe dreimal Sterne bekommen, aber leider gibt es hier keine Sternsplitter zu holen. Stattdessen habe ich 20.000 Pilze bekommen. Wahnsinn. Danke. Ich habe überhaupt keinen Platz im Inventar dafür. Ja, also bringt überhaupt nichts. War im letzten Part komplett sinnlos, dass wir das gemacht haben. Egal, es geht weiter hier in der Krabbelkiste, in der Spielzeugkiste. Wir gucken mal, was wir hier Schönes machen können. Ich habe gesehen, da oben ist ein Block. Okay, ich glaube, ich muss da rüberfliegen. Mit unserem Paracarry wahrscheinlich. Oder? Oh, ich denke schon. Ja. Okay. Zack. Du. Wahnsinn. Das war's jetzt, ja. Ist sonst noch irgendwas? Hier ist ein Sternsplitter drin. Hä? Sternensplitter ausgezeichnet. Yeah. Ach so, ich soll eigentlich oben drauf lang. Verstehe. Aber es ist... Hä? Es ist doch leichter. Es ist leichter, da unten reinzugehen, als da oben. Okay. So, was ist das jetzt hier? Super Soda. Prickelnde Soda gegen Gift und Schrumpfung stellt 5 BP wieder her. Ist eigentlich nicht schlecht, aber was tun wir dafür weg? Ich habe schon wieder zu viel Zeug. Schwörbar. Komm, weg damit. So, was haben wir hier drin? Wörterbuch. Ausgezeichnet. Das Wörterbuch des Gelehrten Rusty. Bring es ihm zurück. Rusty? Oh, wir haben so viele Sachen bekommen. Ich weiß bei vielen gar nicht, was ich machen soll damit. Aber ich glaube, wir müssen jetzt wieder raus. Oder? Weil wir sind jetzt hier durch. Wir haben jetzt nichts mehr zu tun. Ach so. Nee, nicht Bombette. Ich brauche Bubette. So, wunderbar. Und raus hier. Eieiei. Ja, aber was ist jetzt hiermit? Gab es da einen Hinweis? Warte mal. Hier waren ja überall so Sterne und sowas. Das Grün und Rot. Hat das was damit zu tun? Ich will nur mal ganz kurz gucken. Hier waren überall halt so Sachen aufgemalt. Das ist eine Blume. Okay, das hat jetzt, glaube ich, nichts damit zu tun. Nee, oder? Wo hier... Ah, nee, warte mal, hier stehen Zahlen. 1 rot, 2 blau. Das merke ich mir doch wieder nicht. Warte mal. 1 rot. Jetzt geht der Stift nicht. Jetzt. 2 blau. Ich denke zumindest, dass das die Bedeutung ist. Ich gehe nochmal ganz kurz gucken, ob wir noch eine 3 und eine 4 finden. Theoretisch könnte ich es ja auch schon so ausprobieren, was gemeint ist. Hallo? Dö. Warte mal. Nee. Hallo. So. Bin mir gerade gar nicht sicher. War da noch was? Ah. Wir können es auch mit 2 rausfinden. Weil entweder ist es dann die eine Kombination oder halt die andere.
Es sei denn, es gibt hier noch irgendwo was und ich hab's übersehen. Aber im Prinzip hilft mir das schon sehr. Okay, schauen wir mal. Zack. Nö, hier ist nichts. Okay, gut, aber eins rot, zwei blau. Heißt, das, dann nehme ich das und das. Und wir hoffen einfach mal, dass es richtig ist. War es aber nicht. Okay, dann versuchen wir es andersrum. Dann machen wir eins rot, zwei blau, drei gelb, vier grün. Ist das richtig? Ansonsten weiß ich nicht, was man noch probieren soll. Hä? Ergibt überhaupt keinen Sinn. Okay, dann ist das mit der 1 und der 2 irrelevant, was ich da gesehen habe. Grün-rosa? Stern-grün-rosa? Einfach in der richtigen Reihenfolge? Ich weiß halt nicht, ob das überhaupt was zu bedeuten hat hier. Oder ob da immer nur welche rauskommen. Jetzt kommt Geld raus. Kann da was anderes rauskommen? Kann ich da rein? Mensch. Jetzt mach ich's mal rückwärts. Nö, jetzt kommen wieder nur Scheigeis. Ja, keine Ahnung. Habt ihr noch Ideen? Also es kamen jetzt einmal Münzen raus. Oder es ist halt immer zufällig. Grün, rot, gelb, blau. Letzter Versuch. Wenn nicht, schreibt mir gerne mal in die Kommentare. Grün, gelb, rot, blau. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr dafür eine Lösung habt. Oder ob da jetzt wirklich nur maximal Münzen rauskommen. Okay, wir... Waren wir schon beim roten Bahnhof? Da können wir auch gar nicht lang, ne? Ne, können wir gar nicht lang. Oder? Ich probier's mal. Wir können nicht zum roten Bahnhof fahren, weil die Strecke unterbrochen ist. Okay. Das heißt, wir brauchen vielleicht irgendwo... Ich denke mal, wir müssen jetzt erst wieder nach Tottown, ne? Wir müssen vielleicht irgendwo eine Bahnstrecke finden. Ah, ich hätte auch direkt zum nächsten Bahnhof fahren können. Ah! Okay. Verstehe. Das war jetzt natürlich doof. Dann gehe ich jetzt direkt zum blauen Bahnhof, oder? Ja. So, blauer Bahnhof. Zum blauen Bahnhof, genau. Ich kann quasi, ich sage welche Richtung und dann sage ich welcher Bahnhof. Warum muss ich die Richtung bestimmen? Warum kann ich nicht einfach sagen, ich möchte dahin fahren? Hä? Egal. Okay. Leute, wir gehen jetzt wieder an die Overworld und müssen jetzt wieder auf Items verteilen. Ich weiß nur noch nicht genau. Ja, oder hier kann man. Na, das ist eher der Rückweg bestimmt. Wir müssen mal gucken. Wir müssen jetzt mal gucken, wo wir die Items verteilen müssen. Wir kriegen bestimmt irgendwo eine Schiene von irgendjemandem, wenn wir welche abgeben. Die Frage ist halt nur, wo müssen wir was abgeben? Also, pass auf, wir haben jetzt... Was haben wir denn jetzt für Items gerade? Items. Wir haben ein Wörterbuch. Wir haben Geheimnotizen. Rusty. Wer war denn Rusty?
Das hört sich ja eher an nach Colorado, ne? Gourmet-Guy. Zaubersamen. Oh, wir haben einen Zaubersamen. Können wir mal wieder abgeben. Und wir haben ganz viele Briefe, ey. More Tea, Feist Tea, Kuva, Colorado. Ich bin hier komplett überfordert, ey. Okay, ich lagere erstmal ganz kurz ein paar Gegenstände ein, okay? Weil wir haben gerade echt zu viel wieder. Oder wir verkaufen direkt. Kuchen bringt 10. Eine super Sota. Ja, an sich ist das nicht schlecht. Schwörwar, weg damit. Macht 10 pp? Macht 15 pp. Dann nicht. Ich mach mal einen Ahornsirup weg. Und den Honigsirup mache ich auch weg. So. Ja, den Pilz, komm. Da haben wir 180 Münzen. Haben erstmal wieder ein bisschen Platz im Inventar. Das passt mir so. Okay. Wem müssen wir was geben? Wer bist du eigentlich? Ich bin sicher, dass die Scheige ist. Ja, okay, das wissen wir ja schon. Wem müssen wir was geben? Ein Wörterbuch? Also ihr könnt mir, glaube ich, das Kochbuch geben, oder? Oder? Oh, meine Güte, dieses Buch. Das, ja, sieht aus wie mein Kochbuch. Ich könnte meine Repertoire mithilfe dieses Buchs ganz gewaltig erweitern. Mario, wenn es dir recht ist, darf ich es haben? Bitteschön. Nimm es. Oh, ich darf es haben. Oh, wie wunderbar. Mithilfe dieses Kochbuchs kann ich 2 Zutaten gleichzeitig verwenden. So kann ich noch viel raffiniertere Gerichte für dich zaubern. Bitte bring mir verschiedene Zutaten, damit ich viele neue Rezepte ausprobieren kann. Oh Gott. Habt ihr da einen Tipp, was ich da hingeben kann? Was gut ist, was richtig Power hat? Oder ist das jetzt eher so, naja, nicht so wichtig? So, ihr kann ich doch jetzt erstmal wieder einen Samen geben, oder? Zack. Ah, ein Samen. Toll. Haben wir da jetzt überall erstmal einen Samen gefunden, da wo wir ihn finden konnten? Oder gibt es irgendwo Stellen, die wir vergessen haben? So viele Fragen, ne? Ach du Scheiße, was? Er hat ja schon wieder. Ein Schnarcher versetzt einen Gegner für kurze Zeit in Schlaf. Erhöht mal Sprungangriff. Alter, was? Verlängert die Strecke, die Mario wirbeln kann. Alter. Hey, den nehmen wir mit. Sprungangriffskraft plus 2. Verlängert die Strecke, die Mario wirbeln kann. Können wir uns alles leisten? Ja, ne? Ich will die einfach alle haben. Deswegen kaufe ich gerade mal alles. Geld ist hier nichts wert. So. Alter. Sprungangriffskraft plus 2? Willst du verarschen? Sprung plus. Ach, okay. Für 1 PP wird deine Sprungangriffskraft um 2 erhöht. Das könnte ich mir gut vorstellen. Du kannst diese Fähigkeit beliebig oft anwenden, nachdem... Das könnte ich mir gut vorstellen. Du machst das hier. Und dann machst du den. Wenn du das richtig drauf hast und dann hast du noch plus 2 Sprungangriff und dann machst du 5 Schaden und machst bam, 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 Dauerjump, müsste man eigentlich mal ausprobieren. Ich glaube, das mache ich. Ich glaube, das ist ganz geil. So, wen muss ich denn jetzt noch Sachen geben? Hat er auch irgendwas verloren? Hast du was verloren? Wenn du willst, Ah, Mario, möchtest du, dass ich dir die Zukunft weisen soll? Das kostet dich nur 5 Münzen. Nö. Lass mich in Ruhe. So, wer ist denn Ross T? Ross T. Wer war Ross T? Muss ich Ross T kennen? Wurde ihm hier auch was gestohlen? Hm. Ich komme in den Feldladen. Wie kann ich dir helfen? Ihm wurde nichts gestohlen, scheinbar. Menno.
Rosti. Ah, das ist doch Rosti, oder? Herr Flucht, Mario! Ein Schalker hat mein Wörterbuch gestohlen. Bitte hol es mir zurück, meine Kuh sinkt langsam ab. Ich habe auch eine Geheimnotiz. Okay, Wörterbuch. Mein Wörterbuch. Oh, wie wundervoll. Vielen Dank, Mario. Ein Sternsplitter bekommen. Okay. Und Geheimnotiz geben wir ihm auch noch. Du möchtest, dass ich dir das übersetze? Mal sehen. Aha. Scheint in der Sprache des Scheigeist geschrieben zu sein. Da steht ja. Akzente. Stummes D. Ja, da steht. Trifft gelb, grün, rot und dann blau. Aha. Gelb. Grün, rot, blau. Die hatten wir noch nicht, die Reihenfolge, oder? Wie eigenartig. Weißt du, was das bedeuten soll? Ja, ich weiß es. Thank you. So, wir haben jetzt keine Items mehr, oder? Nur noch 50.000 Briefe. Okay. Aber was haltet ihr von der Idee? Ne? Hier einmal quasi boosten. Vielleicht auch zweimal boosten. Ich weiß nicht, ob das geht. Zweimal hintereinander. Wäre auch cool. Und dann machst du einfach bam, 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 bam. Das, ich glaube, das würde so reinhauen. Ich glaube, das wäre wirklich ganz geil. Die Frage ist nur... Was tue ich dafür raus? Ich habe jetzt halt den Anti-V-Hieb aktuell drinne. Schnellwechsel, Vermeider. Wenn es zum Boss geht, prepare ich mich dafür. Ja. Wenn es zum Boss geht. Könnte ich mir halt echt geil vorstellen. Wenn du dann wirklich so, wenn du das Action-Kommando richtig drauf hast und du machst da, keine Ahnung, 10 Bäsche drauf und du machst da 50 Schaden mit einmal. Alter. Das könnte geil sein. Das könnte geil sein. Müssen wir halt sehen. Dim, dim. Ba, bam. So, okay. Also wenn wir das jetzt in der richtigen Reihenfolge quasi kloppen, kommt dann die Schiene. Wäre jetzt meine Vermutung. Du, 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 du. Also das ist hier halt ein ziemliches Hin und Her. Das ist halt ein bisschen doof. Aber ansonsten eigentlich ein ganz cooles Level. So, wir gehen zum grünen Bahnhof, ne? Das war der grüne. Du, du, du. Schneller! Schneller! Skip, 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 skip. Okay, ist schon geskippt. Der grüne Bahnhof! Alles aussteigen! Genau, hier fehlt die Schiene. Also, wir haben jetzt gelb, grün, gelb, grün, rot, blau. Die Kombi hatten wir noch nicht. Schade. Ja, jetzt kommt die Schiene hochgefahren. Alles klar. Du, du, du. Du, 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 du. Schön. So, gucken wir mal. Also ich gehe davon aus, dass es hier auch einen Boss geben wird, oder? Wohin möchtest du fahren? Zum roten Bahnhof. Jetzt kann ich quasi einmal die komplett rumfahren, oder? Ah, nee, nee. Geht noch nicht komplett. Weil ich glaube, ganz vorne war auch noch was kaputt. So, der rote Bahnhof, liebe Leute. Wir sind angekommen. Ankunft, roter Bahnhof. Willkommen am roten Bahnhof. Ja, das sieht nach Boss aus, Leute. Hier kann ich mich heilen. Dementsprechend, ich würde mich jetzt mal preparen. Ich würde den Multisprung tatsächlich jetzt mal rausnehmen. Ne, den Powersprung. Ich nehme den Powersprung raus. Mach Sprung Plus rein.
3 BP weg. Power Doubts. Okay, warte mal, ich will noch irgendwas haben. Ich würde gerne jetzt für diese Situation, würde ich glaube ich doch den Stachelschild gerne drin haben. Aber wie kriege ich den jetzt noch rein? Okay, ich mache den Anti-V-Hieb raus, mache den Wirbelschlag rein. Ja. Und mach für den Kampf jetzt den Stachelschild nochmal rein. Ich weiß halt nicht, was mich erwartet. Deswegen, wenn da irgendein Stachelgegner ist, schauen wir mal. Okay, Leute, das war's aber. Das ist die Vorbereitung für den Bossfight. Ich bin gespannt. Wir speichern und sehen uns in einer neuen Folge wieder. Hier in der Krabbelkiste, in der Spielzeugkiste, der Shy Guys. Und dann wahrscheinlich zum Boss. Bis zum nächsten Mal. Euer Zelda-Junge. Tschüssi.